Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. In diesem Video erkläre ich euch die Einstellungsmöglichkeiten, die ihr habt mit der De'Longhi Magnifica Evo. Zum einen ist das die Kaffeetemperatur. Die könnt ihr auf niedrig, mittel oder hoch einstellen. Dann haben wir die Kaffeemenge, die einstellbar ist für die Programme Espresso, Coffee, Long und Americano. Dann erkläre ich euch, wie ihr die Wasserhärte ermitteln könnt eures Trinkwassers und wie ihr die ganze Härte korrekt einstellt, damit die Entkalkungszyklen korrekt angezeigt werden. Und im letzten Step zeige ich euch, wie ihr die automatische Abschaltung des Gerätes einstellen könnt zwischen 15 Minuten und 3 Stunden. Auch auf den Energiesparmodus gehe ich kurz ein, den kann man nämlich einschalten oder ausschalten. Ja, fangen wir an mit der Kaffeemenge. Um die Kaffeemenge für ein bestimmtes Getränk zu programmieren, in diesem Fall könnt ihr die Kaffeemenge für Espresso, Coffee, Long und Americano programmieren. Wir schalten das Gerät also ein, dass es im Betriebsmodus ist. Ich habe das Gerät jetzt schon eingeschaltet. Einfach auf den Startknopf drücken. Wir nehmen dann eine Tasse, stellen diese Tasse unter den Kaffeeauslauf. Der Wassertank ist ausreichend gefüllt. Das Gerät ist startbereit. Ich wähle jetzt aus, für welche Kaffeespezialität ich eine individuelle Programmierung vornehmen möchte. In diesem Fall ist es Coffee. Und auf Seite 5 der Betriebsanleitung findet ihr die Übersicht, wie der Kaffee standardmäßig eingestellt ist. Standardmäßig gibt das Gerät 180 Milliliter Kaffee aus. Programmierbar ist das Ganze zwischen 100 und 240 Milliliter. Also je nachdem, wie groß eure Tasse ist, könnt ihr das jetzt einstellen. Dazu drücken wir und halten diesen Knopf hier, halten diese Taste gedrückt. Ihr seht, ich habe so lange gedrückt gehalten, bis das Ganze schnell blinkt. Und das ist das Stichwort, es muss schnell blinken, solange halten wir die Taste gedrückt. Und jetzt warten wir, bis die gewünschte Menge erreicht ist und drücken dann einmal wieder auf Coffee und haben damit die neue Menge im Gerät programmiert. Ich lasse meinen Kaffee jetzt also bis zur gewünschten Menge durchlaufen. Drücke dann auf Coffee und diese Einstellung ist im Gerät gespeichert mit der exakten Milliliteranzahl. Das Gerät misst nämlich jetzt die ausgegebene Menge und speichert in dem Moment, wo ich die Coffee-Taste drücke. Okay, die Menge ist für mich jetzt ausreichend. Ich drücke also auf Coffee. Jetzt blinkt das hier noch, ich lasse es kurz arbeiten. Und wenn ihr das nächste Mal einen Kaffee bezieht, dann bekommt ihr genau diese Menge heraus. Und so könnt ihr das beliebig ändern zwischen 100 und 240 Milliliter, je nachdem, wie groß eure Tasse ist. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Espresso-Tassen. Hier haben wir bei Espresso die standardmäßige Einstellung von 40 Milliliter. Wir können einstellen 20 bis 180 Milliliter. Und ich möchte die Menge jetzt genau auf diese Tasse anpassen, sodass vielleicht noch 1 cm vom Glasoberrand entfernt die Tasse befüllt ist. Und auch jetzt drücke ich die Espresso-Taste und halte sie gedrückt, bis es blinkt. Schnell blinkt. Es blinkt wieder schnell. Anders als beim normalen Zubereiten, da blinkt es nämlich langsam. Und jetzt warte ich wieder, bis die optimale Füllmenge erreicht ist. Hier haben wir unseren Espresso. Hätten ein paar Milliliter weniger sein können, die es doch relativ voll geworden, aber das kann ich ja dann wieder umprogrammieren, jedes Mal ganz beliebig oft. Ja, und so funktioniert das natürlich auch mit Long oder Lungo und Kaffee Americano. Alle 4 Getränkevarianten könnt ihr individuell mit diesem Schema einstellen. Um die Kaffeetemperatur einzustellen, haben wir das Gerät zunächst einmal ganz normal im Betriebsmodus. Dann drücken wir für 5 Sekunden dieses Zahnrädchen. Ihr hört den Signalton. Jetzt gibt es diese 4 Punkte, die leuchten. Und wir drücken jetzt die Steam-Taste, um in das Menü Kaffeetemperatur zu gelangen. Jetzt könnt ihr sehen, dass die Lampe hier bei einer Bohne leuchtet. Das steht für Temperatur hoch. Das mittlere ist Temperatur mittel. Und das erste ist Temperatur niedrig. Die niedrige Temperatur sind ungefähr 70 Grad. Bei der mittleren haben wir 75 Grad.
und bei der oberen haben wir ungefähr 77 Grad Celsius. Ich nehme mal die mittlere Temperaturvariante, bestätige das Ganze mit Drücken auf Steam dann wieder. Und jetzt bin ich wieder in meinem Menü zur Einstellung von Kaffeetemperatur, Energiesparmodus, Wasserhärte und automatische Abschaltung. Ich gehe dann wieder zurück in das Hauptmenü, um Kaffee zuzubereiten. Und schon habe ich das Ganze eingestellt. Ja, das heißt, das Gerät produziert jetzt Kaffee ungefähr mit einer Temperatur von 75 Grad Celsius. Um den Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken wir dieses Zahnrädchen wieder 5 Sekunden. Wir warten auf den Signalton. Jetzt drücken wir die Espresso-Taste, um in das Menü für Energiesparmodus zu gelangen. Und der Energiesparmodus ist eingeschaltet. Ich kann ihn aber auch ausschalten, indem ich diese Pulver-Taste drücke. Bestätige das Ganze dann wieder mit meiner Espresso-Taste und habe jetzt den Energiesparmodus deaktiviert. Im nächsten Step zeige ich euch die Programmierung der automatischen Abschaltung des Gerätes, also Autoabschaltung. Ich gehe dann wieder in mein Hauptmenü, drücke wieder 5 Sekunden lang meine Taste, gehe dann auf die Taste Long, tippe einmal drauf und jetzt gibt es hier in der Anleitung eine Übersicht. Die kleine Bohne steht für 15 Minuten, die mittlere Bohne für 30 Minuten, die große Bohne für eine Stunde und der Pulverlöffel für 3 Stunden. Das ist die Zeit, nachdem sich das Gerät abschaltet. Aktuell ist das Gerät auf der mittleren Bohne eingestellt, also 30 Minuten. Ihr müsst immer relativ schnell sein, sonst springt ihr wieder aus dem Menü raus. Dann müsst ihr wieder diese 5 Sekunden drücken, geht wieder in euer Menü rein und dann könnt ihr hier einstellen 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde oder nach 3 Stunden soll das Ganze ausgeschaltet werden. Ich sage jetzt einfach mal nach 30 Minuten, das ist eine saubere Option. Auch ein Energiespareffekt, der wahrscheinlich deutlich besser ist als der Energiesparmodus an sich. Wir bestätigen das Ganze dann wieder mit der Long-Taste und ja, können wieder zurückgehen und in unser Hauptmenü durch Drücken auf das Zahnradsymbol. Der Energiesparmodus, wenn der ausgeschaltet ist, dann habt ihr hier diese Tassenheizfläche nicht aktiv. Die ist dann ausgeschaltet. Dann zeige ich euch jetzt, wie ihr die Wasserhärte ermitteln könnt im Gerät. Dazu habt ihr im Lieferumfang einen Teststreifen enthalten. Mit diesem Teststreifen könnt ihr das Gerät auf die Wasserhärte in eurer Wohnregion einstellen. Dafür entnehmen wir diesen Streifen. Ihr seht hier 4 grüne Vierecke auf diesem Teststreifen und jeder einzelne Punkt, der gleich rötlich aufleuchtet, steht für eine Härtestufe. Ich halte diesen Streifen jetzt also für ca. 2-3 Sekunden im Wasser. Auf der Seite 6 eurer Bedienungsanleitung findet ihr auch die Übersicht, was das Ganze bedeutet. Einmal rot leuchtend bedeutet niedrige Wasserhärte. Hier haben wir das Resultat einmal dargestellt und das würde ich jetzt als Mittel interpretieren, Mittel bis Mittel hoch. Also könnte ich jetzt sicherheitshalber das Gerät auf 3 programmieren. Werkseitig ist die Wasserhärte auf Stufe 4, also hoch eingestellt. Ich könnte das Ganze jetzt zurückstellen auf 3, da hatte ich eine genauere Angabe der Entkalkungszyklen. Ja, wir stellen jetzt die Wasserhärte Stufe 3 im Gerät ein. Dazu drücke ich wieder für 5 Sekunden mein Zahnrädchen, wähle dann die Taste Coffee und das Pulverlöffelchen ist angewählt. Wir haben also eine Wasserhärte von 4 eingestellt, wollen aber 3, also nämlich das große Bohnensymbol. Bestätige dann mit Coffee und schon habe ich meine Wasserhärte eingestellt. Das war es soweit mit den Einstellungsmöglichkeiten, die ihr habt innerhalb der De'Longhi Magnifica Evo. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat und geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal. Das könnt ihr hier unten rechts in der Ecke tun. Schaut euch auch gerne die anderen Videos zu dieser Serie an. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video. Tschüss!